Es geht um den Fortbestand des Eishockey-Standorts Köln. Wir leben in einer sehr, sehr schwierigen, sehr herausfordernden Zeit. Wir leben von Zuschauereinnahmen. Wir leben davon, dass Menschen zu unseren Spielen kommen. Das ist unsere Identität. Das ist der Kern unseres Daseins, aber es ist auch unser Geschäftsmodell. Das ist momentan im Prinzip komplett verboten. Wir haben eine wahnsinnige Fallhöhe beim KIC. Wir hatten letztes Jahr über 13.000 Zuschauer, aktuell quasi null. Und das stellt uns natürlich vor riesige wirtschaftliche Herausforderungen. Wir können aktuell keinen verantwortungsvollen Saisonstart abbilden und der Fortbestand des Eishockey-Standorts ist in Gefahr. Und wir haben eine Chance, es zu schaffen. Wir haben ein Riesencommitment im Bereich der Partner, Sponsoren, der Gesellschafter und auch der Fans spüren eine massive Unterstützung, auch aus der Kabine. Wir haben natürlich, bevor so ein Appell wie heute nach außen gerichtet wird, werden erstmal alle internen Hebel umgelegt. Und ein Riesenhebel war natürlich bei uns, sind die Gehaltsverzichte im gesamten sportlichen Bereich. Und da muss man schon sagen, ich habe es vorhin gesagt, das hat schon, ja, da wurden schon historische Ausmaße erreicht, von denen ich nie geglaubt hätte, dass es jemals passieren könnte. Und die Jungs haben sich das angehört und alle Weichen stehen so, dass sie mitziehen und den Weg gehen. Und das sind ganz, ganz wichtige Säulen. Es fehlt aber noch eine Säule. Wir brauchen das Bekenntnis Kölns, aller Kölnerinnen und Kölner, sich zu bekennen zum KIC. Wir fragen tatsächlich auch nach finanzieller Unterstützung. Wir machen das, was wir gut können. Wir verkaufen Tickets. Auch wenn man momentan nicht in die Arena kann und darf, verkaufen wir virtuelle Tickets, Geistertickets. Wir nennen sie immer Wigger-Tickets. Ab nächster Woche werden wir damit loslegen. Und wir appellieren an die Kölnerinnen und Kölner, diese Tickets zu erwerben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule, um den Eishockey-Standort Köln inklusive Junghaie zu sichern. Unser Ziel ist es, 100.000 Tickets zu verkaufen. Ein Ticket kostet 10 Euro und jeder, der so ein Ticket erwirbt, leistet seinen wertvollen Beitrag, um den Eishockey-Standort Köln zu sichern. Wir haben eine riesige Verantwortung hier für die Kölner Haie. Das ist ein Traditionsstandort, ein Eishockey-Standort, der europaweit Strahlkraft hat. Wir sind ein wichtiger Baustein für die Sportstadt Köln. Wir schenken Lebensfreude, wir schaffen Identität, wir repräsentieren Köln und wir spüren da eine riesige Verantwortung, dem gerecht zu werden. Und wir wollen, dass dieser Eishockey-Standort fortbesteht. Die Kölner Haie gehören zu Köln, die gehören einfach dazu. Der KIC ist in Köln verortet und der ist ein ganz, ganz wichtiger Pulsschlag auch für diese Stadt. Und deshalb kämpfen wir jeden Tag dafür. Ich habe da auf der einen Seite habe ich die Profiabteilung, die DEL, aber auf der anderen Seite hängt bei mir auch meine Wurzeln mit drin, also meine gesamte Kindheit, meine ganze Jugend in der Nachwuchsabteilung des KICs. Also ich habe auch mal hier angefangen, da war das noch der KIK. Ne, das ist also, da sind Leute, die dich halt beeinflusst haben, ob es Trainer, Betreuer, die haben halt eine Riesenwirkung in deinem Leben gehabt, vielleicht genauso viel wie zum Teil deine Eltern hatten. Und wie gesagt, das sind alles Faktoren, die jetzt wackeln und einfach für die Sportstadt Köln, die Kölner Haie gehören dazu. Das ist, wir sind hier fest verwurzelt, wir haben eine unglaublich lange Tradition, vielleicht nicht mit so vielen Meisterschaften, wie wir uns das immer wünschen, aber in der Sportstadt und für die Kölner Jugend und die Nachwuchsarbeit, hier wird seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut gearbeitet mit richtig guten Resultaten. Wir haben den vielleicht besten Spieler der Welt, der hat hier Schlittschuhlaufen gelernt und hat hier seine Wurzeln mit dem Leon Dreiseitel. Also es ist einfach schade, dass die Sache jetzt in Gefahr kommt. Und das sind viele Rädchen, die zusammengreifen. Die Jugendabteilung wird nicht bestehen können ohne eine funktionierende Profiabteilung. Das ist, wie gesagt, das ist im Moment der große Wackelkandidat.